Hello, I'm Ninette Fischer Jensen, and I'm studying a master in IT product design in SDU in Kolding. And it sounds a little technical, but it is. We are taught how to have a holistic approach to when, humans meet technology. So, as a part of the class participatory innovation. We've been doing projects based on this Prometheus project, and I decided to go and bring in the patient's voice. So I've been interviewing patients and relatives, cancer patients, some with prostate cancer, as you'll see soon, and also with other kinds of cancer. My first interview was with Kai and his wife. And Kai is now currently treated for prostate cancer. Kai is a former politician. He was the chairman of the social care area in his municipality for some years. So now he's a patient, but he also had on, you know, the hat with the money and so. So, and he's a former he's a former German teacher. And we invited him and his wife to come today, but they couldn't join us. So he said if he were allowed to make a speech. And I video filmed the speech. And so I would present his speech that he starts, I think, with from the perspective of a patient. And then he goes into this more political perspective. And the speech is in German, so it's a little test for the Danish people here. Ich heiße Kai Bayer, ich habe eine Krebskrankheit. Welche Lebenswerte sind wichtig und welche nicht, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt? Ich habe erfahren, dass wahre Erkenntnisse von meiner Lebenssituation neue Hoffnung gibt. Dass ein Partner, den man liebt, unentbehrlich ist, dass die Wahrheit eine enorme Kraft in sich hat und dass die restliche Lebenslänge nicht aus 6 Monaten, aus 6 Jahren oder 20 Jahren ihren Wert bekommt, sondern dass das Leben von jetzt ab mit jedem neuen Tag beginnt. Meine Geschichte ganz kurz. Februar 2014, eine Blutprobe mit PSA-Wert von 50 Nanogramm pro Milliliter. Mitte 2015 drohte meine Frau mit Scheidung, wenn ich nicht zum Arzt ginge. Am 10. Juni 2015 hatte ich dann eine neue Blutprobe, diesmal mit PSA-Zahl von 90 Nanogramm pro Milliliter. Ich erkannte mit Beihilfe meiner Frau, dass es jetzt ernst war und dass ich Prostatakrebs hatte, vielleicht unheilbar. Was denkt man und was macht man, wenn man erkennt, dass man vielleicht dieser Krankheit nicht überleben kann? 2 Tage lang machte ich mir klar, was ich alles verlieren konnte und entbehren musste. Ich hatte Angst, aber es ergab sich auch eine Klarheit, als ich sozusagen meine Unsterblichkeit akzeptierte. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob ich 6 Monate oder viele Jahre vor mir hatte. Aber sicher war, dass vieles sich verändern musste, denn ich wollte längstmöglich am Leben bleiben. Ich hatte, wie genannt, große Angst und ich erzählte meiner Frau, wie ich diese Angst fühlte. Und als wir zusammen darüber redeten, musste ich einsehen, dass alle meine Sorgen meinen Lebenslust verdrängte. Wir beschlossen zusammen, im Klartext meine Sorgen zu beschreiben, sie dann in einen Briefumschlag zu legen und damit die Sorgen wegzulegen. Mit intensiver Ratgebung von meiner Frau habe ich mittlerweile, das heißt seit etwa 3 Monaten, meinen Lebensstil ganz geändert. Ich habe früher nicht geraucht und werde auch nicht damit anfangen, kein weißes Brot mehr, etwa 2 Liter ionisiertes Wasser mit pH 9,5 jeden Tag, viel mehr Gemüse und Frucht, gesundes Öl jeden Morgen, 2 Esslöffel Noni-Juice jeden Abend, kein Alkohol werktags
und in geringen Mengen in den Wochenenden. Mindestens 45 Minuten Fitnesstraining jeden Tag im Fitnesscenter und dann bin ich seit 1,5 Monaten in Antihormonbehandlung, Pamorelin, ohne Beiwirkungen übrigens. Unterwegs im Verlauf haben ich und meine Frau, die immer dabei war, und das ist sehr, sehr wichtig, mit vielen Ärzten gesprochen. Grundlegend war die Kommunikation zufriedenstellend und nach vielen Untersuchungen wurde mir erklärt, dass ich mit der geplanten Behandlung die Krebskrankheit überleben würde. Als ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für Soziales und Gesundheit in Biel und Gemeinde habe ich wieder und wieder dafür gearbeitet, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Aber das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Mein Vorschlag, nur ökologische Lebensmittel in Sozialzentren und Kindergärten zu gebrauchen, wurde abgelehnt. Und also, wenn das alltägliche Leben ohne Krankheiten oder gesundheitlichen Problemen abläuft, sehen meines Erachtens 80% der Menschen um mich herum keinen Anlass zu Veränderungen im Lebensstil. Wäre ich immer noch Vorsitzender im Gesundheitsausschuss, wäre die wichtigste Aufgabe, einen Weg zu finden, um einen dauerhaften Basis für Motivation zu einem gesunden Lebensstil zu schaffen. Ich würde mich auch dafür einsetzen, dass die Politiker in Einigkeit beschließen würden, viel mehr Aufmerksamkeit auf Vorbeugung statt Behandlung als offizielle Politik einzuführen und auch das gehörige Geld dazu zu finden. Hatte ich meine Frau nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht zum Arzt gegangen. Auch nicht mit einer PSA-Zahl von 90 Nanogramm pro Milliliter. Und das hätte mir mein Leben gekostet. Allein lebende Männer über 60 sind meiner Meinung nach in dauerhafter Lebensgefahr. In Bilon hat die Gemeinde jetzt einen Männerclub gegründet. Die Motivation zur Teilnahme besteht darin, dass zu jedem Treffen interessante und richtige Männer mit speziellen Erfahrungen und Erlebnissen einen Vortrag halten und dann kann man Fragen stellen und zusammen reden. Ich hoffe, dass die Vertraulichkeit zwischen diesen Männern auch dazu führen kann, dass sie einander gegebenenfalls überreden können, bei Krankheiten oder Krankheitssymptomen zum Arzt zu gehen. Und abschließend eine Information über das Resultat meiner Änderungen in meinem Lebensstil und auch die Antihormonbehandlung. Am 3. Dezember wurde erneut eine Blutprobe gemacht und eine große Überraschung zeigte sich. Die PSA-Zahl war von 72 Milligramm pro Nanoliter auf 18 Nanogramm pro Milliliter gefallen. Leider ist es wohl nicht möglich, eine ganz genaue Ursache dafür zu dokumentieren, aber schön ist es auf jeden Fall. Thank you for letting me bring in the patient's voice.